Hallo und herzlich willkommen zu Physik mit Kalle. Dieses Video ist aus dem Gebiet Schwingungen und Wellen und ist der vorerst letzte Teil zum elektrischen Schwingkreis, in dem wir eine Beispielaufgabe rechnen wollen. Wir wollen folgende Aufgabe rechnen. Ein Kondensator, Kapazität C ist 50 Mikrofarad, wird mit einer Spule der Induktivität L ist gleich 5 Henry parallel geschaltet und mit einer Gleichspannungsquelle U ist gleich 100 Volt, vollständig aufgeladen. Zum Zeitpunkt T gleich 0 wird die Spannungsquelle entfernt. Aufgabe A. Berechnen Sie die Gesamtenergie des Systems und zeigen Sie, dass sie konstant ist. Aufgabe B. Wie viel Zeit vergeht, bis das Magnetfeld in der Spule maximal ist? Zeichnen Sie den Verlauf der magnetischen und der elektrischen Energie auf. Aufgabe C. Berechnen Sie den Scheitelstrom. Aufgabe D. Ermitteln Sie die Periodendauer dieses Schwingkreises und geben Sie an, wie viele Schwingungen er pro Sekunde ausführt. So, dann Block und Stift her und ab geht's und bitte jetzt die Pause-Taste drücken, dann könnt ihr gleich euren Rechenweg mit mir überprüfen. So, los geht's mit Aufgabe A. Wir schreiben erst... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com